guten Tag, liebe Kollegen. Begrüße euch zum Pressegespräch von dem Auswärtsspiel des Hallischen FC beim TSV Havelse in Hannover. Trainer Florian Schlomberg hat Platz genommen und wir machen es jetzt einfach eine lockere Runde ohne Mikrofon und ohne den Einstiegsrössler, sondern ihr könnt. Fehlt unentschuldigt. Ja, wir müssen uns noch fragen sollen. Und ich denke, Herr Kabe wird den Anfang machen. Herr Kabe wird den Anfang machen. Bei der ganzen Sache Havelse vor. Wie bereitet man sich auf ein Spiel Havelse vor, wo alle sagen, ihr seid der Favorit, die sind ja nach einem kurzen Zwischenhoch völlig von der Rolle und ja, im Prinzip ist das eine leichte Aufgabe. Ich spinne jetzt einfach mal so rum. Wie bereitet man sich auf so eine Mannschaft vor, um den Fokus hochzuhalten? Ja, sehr intensiv und versuchen immer die Spiele so zu analysieren, wie sie dann auch dann vom Verlauf her waren. Gegen Braunschweig haben sie zum ersten Mal eine sehr, sehr defensive Ordnung gewählt, wo sie dann nach der roten Karte einen Doppelschlag kriegen und dann hoch verlieren. Aber wir haben natürlich auch die Spiele gesehen, wo sie fantastisch gekontert haben, in Viktoria Berlin gewonnen haben, zu Hause Viktoria Köln geschlagen haben und gerade zu Saisonbeginn waren da Spiele dabei, ja, wo auch Magdeburg sich hinten raus durchgesetzt hat, wo Dortmund gerade so 1-0 gewinnt. Und das gehört einfach auch dazu, zu der Analyse. Und mit dem Ergebnis, das wir am Ende eins schon wissen, bevor wir in den Bus steigen, wenn wir nur 90% morgen ab oder am Samstag abrufen können, dann wird da nichts holen. Wie geht man da, gibt es da extra Ansprachen für die Spieler, für solche, so, also für ein Spitzenspiel braucht man die ja, wenn es gegen Magdeburg geht, gegen zum Derby. Also muss man nicht viel sagen, da also haben alle irgendwo ein bisschen das Messer zwischen den Zähnen. Wie kriegt man das also auch gegen Havelse, muss man da irgendwie jetzt hier Freunde mal extra lauter werden und wach und rütteln? Nein, speziell da nicht. Natürlich ist es eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und ist ja auch immer dann wichtig, dass man der Favoritenrolle, die wir jetzt zweifelsfrei auch haben, gerecht werden kann. Ja, und das ist unser Ziel und wir haben ja auch immerhin die Erfahrung im Pokal gemacht. Ja, dass wenn in der Einstellung vielleicht, wie der ein oder andere Spieler dann gesagt hat, ja, ein paar Prozent fehlen, das dann immer schwer ist und in der dritten Liga ist alles so ausgeglichen. Und nochmal, Havelse haben auch sehr, sehr gute Ansätze in ihren Spielen, auch wenn sie anlaufen mit hoher Intensität. Ja, da waren sehr ansprechende Leistungen dabei, ja, sind oft torgefährlich geworden. In Fähr haben sie 5-3 verloren, war auch ein verrücktes Spiel, wo ich sage, bei den Videos, die wir gesehen haben, wird eins nicht passieren, dass wir im Vorfeld der Partie den Gegner irgendwie unterschätzen. Zuletzt, die Frage ist vielleicht, also im letzten Spiel hat am Ende Tim Schreiber euch fast mit einer kuriosen oder vielleicht nicht ganz überlebten Aktion vielleicht noch den Sieg hätte bald kaputt gemacht. Wir haben das gegen Magdeburg erlebt, als er kurz vor Ende einen Ball aus der Luft nimmt, zack, und dann fallen lässt und auch so. Ist Tim Schreiber in seiner Entwicklung gefestigt oder ich sag mal, es ist ein Erfolgsteam, das baut man nicht um, aber gibt es trotzdem eventuell die Überlegung, ja, um sowas auszuschließen, nehmen wir vielleicht mal einen erfahrenen Torhüter rein oder einen Mehrenhüter bekommt vielleicht mal eine Chance. Gibt es solche Überlegungen oder ist das abhängig? Also erstmal ist Tim ein junger, sehr talentierter Spieler und wir wissen immer, wenn in der letzten Reihe mal ein Fehler passiert, ist das meistens ein Tor. Deswegen haben wir die Situation mit ihm natürlich analysiert. Wäre besser gewesen, er wäre am Elfmeterpunkt stehen geblieben. Zum Glück war es kein Tor. Ich denke aber, er hat auch schon sehr, sehr gute Leistungen in den letzten Wochen gebracht. Geht auch nächste Woche wieder zur Nationalmannschaft. Von daher kann ich jetzt schon eins sagen, dass im Pokal auf jeden Fall Daniel Wiesenhöhler spielen wird. Und im Punktspiel Tim Schreiber. Ja, nochmal. Also, jeder darf Fehler machen. Ja. Und wichtig ist, dass er schon sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert hat. Ja, und wir da nach wie vor einen guten Konkurrenzkampf haben. Aber jede Woche den Torwart wechseln wollen wir sowieso nicht tun. Als Trainer, es kocht jetzt so hoch im Umfeld, sollte dieser Verein nicht langsam mal mit irgendwelchen Spielern die Verträge verlängern? Und als erster wird dann Michael Eberwein, weil der gerade natürlich einen fantastischen Lauf hat, genannt und sowas. Und dann kommen irgendwie Paderborn ist interessiert. Und dann kommt auch ein Paderborn ist auch ein Kastenhofer interessiert. Und dann kommt jetzt so in so einer Phase, kommt alles mögliche hoch. Wie nehmen Sie das so wahr? Wird darüber in der Kabine diskutiert, so nach dem Motto, aus Halle hat mich noch keiner angesprochen und ich würde gerne mal, oder müsste man als Trainer nicht aktiv werden und sagen,
Sportchef Ralf Minge, jetzt wird es vielleicht so, da kommt langsam Unruhe auf, schnapp dir mal einen Jungen und rede mal mit dem und butter beide Fische, oder geht das jetzt alles gerade nicht? Also erstmal Unruhe, habe ich gar nicht den Eindruck, die Jungs dann mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen, finde ich total gut. Und Ralf Minge macht auch keinen Urlaub, da bin ich sicher. Ja, die ein oder anderen Gespräche finden auch immer mal statt, man tauscht sich permanent aus. Aber bei all dem, wir sind jetzt im November und das Allerwichtigste ist, dass wir den Fokus immer auf den nächsten Gegner auch haben. Und alle anderen Dinge, wie immer, ja, wird auch in der Rückrunde bestimmt Thema sein mit mehreren Personalien, entscheidet am Ende des Tages auch nicht immer nur der Verein, sondern auch der Spieler. So, und bei Michael Eberwein ist jetzt so, wenn ein Spieler jetzt nach der Zeit so viele Tore geschossen hat, so viele Assists, so auf sich aufmerksam macht, der ein oder andere Scout hier im Stadion ist vollkommen normal. Kann es vielleicht sein, dass man nur noch jetzt gerade so ein bisschen noch wartet, was diese Mitgliederwahlversammlung oder sowas dann am Ende hergibt? Oder spielt das gar nicht damit rein in solche Sachen? Ja, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Termin ist für den Verein. Wie ist der Vorstand nachher aufgestellt? Ja, spielt ja schon eine Rolle. Da hängen ja auch viele, viele Dinge dran. Ja, wie sieht nachher unser Etat aus? Darüber hinaus gibt es ja auch noch ganz andere Themen, die sehr, sehr interessant gerade sind. Ja, wie geht man hier durch eine ganze Saison durch? Ja, jeder Club plant ja auch mit gewissen Zuschauerzahlen. Jetzt sind immer Themen, die interessant sind, klar. Und das spielt sicherlich auch dann rein, wenn ich mal auch in den Vertrag. Ja, Etat spielt bei Vertragsverhandlungen, glaube ich, immer eine Rolle. wenn Sie jetzt so eine Auswahl haben, mit welchen drei Spielern würden Sie sofort verlängern? Ja, das ist natürlich immer schwer. Was heißt sofort verlängern? Ich habe gerade schon gesagt, das Spiel entscheidet natürlich auch. Michael Eberwein natürlich eine riesen Entwicklung genommen hat, da dem Spielzeit gut tut, der tolle Leistungen gebracht hat, aber auch in der letzten Saison schon oft wirklich gute Leistungen gebracht hat. Er war im finalen Torabschluss nicht so erfolgreich wie jetzt. Und ja, der sich jetzt so im Mittelpunkt spielt, ja, ist für uns gut, weil wir schwerer ausrechenbar sind. Ich glaube, ihm ist das manchmal gar nicht so angenehm. Ja, und natürlich gibt es der Spieler, mit dem wir gerne verlängern würden. Aber Fakt ist auch, es kommen noch zwei Ligen danach. Ja, und jeder Spieler persönlich strebt auch nach dem Optimum. Von daher werden wir sehen, wie sich Ewi dann irgendwann entscheidet. Aber ich glaube, so ganz brisant ist das Thema bei ihm auch gar nicht. Ich würde gerne kurz anschließen an die Personalie Eberwein, gerade weil die Thematik jetzt hochkocht mit diesem Wechsel und so weiter. Wie schätzen Sie ihn ein? Wird er sowas, wie verarbeitet er das? Oder wird ihn sowas irgendwie im Kopf stören? Also eins ist ja immer klar, Vertragsgespräche, Vertragssituationen bei Spielern machen in der Regel immer was aus. Ja, kommt drauf an, wie alt, wie geht der ein oder andere Spieler damit um. Ja, wie viel Erfahrung hat er schon? Im optimalen Fall leidet die Leistung nicht. Den Eindruck haben wir bei ihm gar nicht. Von daher bin ich total zufrieden damit. Und alles andere kann ich jetzt gar nicht schwer beurteilen. Er ist mit Freundin hier. Ich glaube, er fühlt sich auch nicht unwohl. Er weiß auch, was es bedeutet, dass er hier sich seinen Platz erarbeitet hat. Und trotzdem, natürlich eben gesagt habe, ich denke, jeder Spieler strebt nach dem Optimum. Ja, und da werden wir sehen, wie das weitergeht. Aber ich glaube, steht erst der 15. Spieltag an. Von daher haben wir auf jeden Fall noch einige Spiele hier. Er hat in dieser Woche jetzt nicht viel trainiert, nur teiltrainiert. Können Sie kurz erklären, was er genau hat und woher es stammt? Ja, hatte dann Probleme mit der Muskulatur, waren Verhärtungen, wo wir dann gesagt haben, er wäre gestern gerne schon wieder eingestiegen. Dann haben wir gesagt, machen wir aber erst heute, weil er jetzt kein Spieler ist, der sich im Spiel schont und der auch Trainingsrückstände hat, sondern da wollten wir eben lieber kein Risiko nehmen, weil gerade jetzt, jetzt kommen wir in die Zeit, wo die Böden sich auch verändern, wo der Platz mal tief sein kann. Ja, und deswegen haben wir ihn rausgenommen, fühlt sich aber gut und ich gehe davon aus, dass bei ihm alles heute funktioniert, sodass wir ihn am Samstag auch einsetzen können. Samstag? Mhm. Herr Schnurrenberg, 7 Elfmeter gegen den HFC, dazu gab es ja auch einige, die eigentlich hätten gepfiffen werden müssen, wir haben schon bei 10. Erzählen Sie mal, was sagt uns diese Statistik? Also generell rede ich eigentlich immer oder nie über Schiedsrichterentscheidungen. Aber manchmal hat man schon so das Gefühl, dass es dann vielleicht auch Konzessionsentscheidungen sind. Und den einen oder anderen Elfmeter bei uns, muss ich auch klar sagen, habe ich gar nicht so klar gesehen wie Sie vielleicht. Naja, natürlich gibt es Situationen wie in Osnabrück, wo man auch mal ein Quäntchen Glück hatte. Ja, müssen natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke, die Gegner analysieren uns ja auch. Hatte den Eindruck, in der zweiten Halbzeit geht der ein oder andere vielleicht von Duisburg auch schon mal ein bisschen schneller runter wie normal. Ja, und er ist natürlich dann schon,
die nötige Ruhe auch im Abwehrverhalten gefragt. Ja, wichtig ist, dass wir das Spiel trotzdem gewonnen haben. Ja, und gibt ja auch dann die Fahrt, stell dich mal vor, gleich sich alles aus in der Saison, dann kriegen wir noch ein paar Elfmeter, weil wir hatten ja noch gar keinen. Aber wie findet man die Balance? Also man darf ja sozusagen dieses Thema, weiß ich nicht, nicht überstrapazieren, damit keiner zu vorsichtig ist. Man muss es aber auch klar ansprechen, weil 7 Elfmeter, das ist wirklich, auch wenn aus ihrer Sicht vielleicht nicht alle berechtigt sind, aber es gab einige, die hätten auch gepfiffen werden müssen, dann sind es summa summarum 7, das ist zu viel, oder? So muss da eigentlich. Also wie geht man das quasi an? Ja, sind zu viel. Und wie geht es an? Also wie finden Sie die Balance sozusagen? Ja, wir wollen natürlich einzeln, dass wir dann im Strafraum nachher gar nicht mehr verteidigen, weil wir Angst haben hinzugehen. Aber ich glaube, waren natürlich auch Situationen dabei, ja, wo in den Momenten dann einfach ein Tick Cleverness auch gefehlt hat, ja, vielleicht die Situation richtig einzuschätzen, wo ich gar nicht grätschen muss. Ja, und da arbeiten wir schon dran, die Jungs zu sensibilisieren in den Dingen, damit wir dann auch ohne Elfmeter mal durchkommen. Und Tim Schreiber hat, glaube ich, 5 gegen sich bekommen. Ne? Sei bei allen, also ich glaube, 3 waren in der falschen Ecke, einmal rutscht und durch und jetzt auch nicht so, also ist immer schwierig, aber für einen Normalzuschauer nicht so glücklich aus, ist das ein Thema auch, wo sie auch mit Torwarttrainer mal oder sagen, also wenn man 5 Chancen hat, dass er zumindest einmal so richtig dran ist, wäre vielleicht nicht schlecht. Also Elfmeter ist ja generell aus meiner Sicht nie ein Torwartfehler, ja, sondern auch dann ein bisschen Glückssache. Und dann sind die Momente, natürlich Marian Unger geht jeden Schützen auch durch mit ihm. Und ja, irgendwann wird er dann schon auch einhalten. Aber am liebsten ist mir erstmal, er kommt gar nicht mehr die Situation, dass er einhalten muss. Ja. Okay. Alles beantwortet? Dann Dankeschön fürs Erscheinen, für die Fragen. Bis Samstag, wer uns begleitet, ansonsten bis zum nächsten Mal.